Hey Leute, heute kommt wieder ein neues Video und zwar zeige ich euch heute meine Schminksammlung. Das Video wurde schon ziemlich oft angefragt und jetzt endlich kann ich es machen, weil ich einfach alle meine Schminke jetzt halt in meinem neuen Bad so zusammen habe, dass ich das euch auch zeigen kann. Und ich muss vorher sagen, ich habe wirklich nicht viel Schminke. Ich habe wirklich nur, sagen wir es mal so, nicht das Nötigste, sondern einfach das, was ich mir sicher bin, dass ich hundertprozentig benutze. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal hier vorne an, und zwar oben. Und dann habe ich erst einmal diesen Catrice Dingsy-Pinsel, den sehr viele haben. Dann, wenn man hier oben weitergeht, habe ich erstmal hier verschiedene Pinsel. Einen von Catrice und vier von Balea und ja. Das sind halt einfach so die Pinsel, die ich so habe. Hier oben habe ich jetzt halt nur so Verpackungen und so ein Zeug. Das ist jetzt ziemlich unwichtig. Und wenn man hier weitergeht, sind hier einfach meine, wenn was daneben geht mit meinen Augenbrauen oder so. Oder, keine Ahnung, Lidschatten. Wimperntuschauf Lidschatten, dann mache ich das einfach mit diesen Teilen hier weg. Dann haben wir hier mein Make-up Eye von Ebelin. Und hier sind meine zwei Concealer, meine wichtigsten Concealer, sagen wir es mal so. Der Camouflage von Catrice und der von Alverde. Und hier oben sind meine Wimperntuschen drinnen. Und zwar habe ich hier einmal die Colossal Volume Mascara von Maybelline. Dann die Kel Great Lash von Maybelline auch. Dann noch die Multi-Action Black is Black Mascara von Essence und einfach mein Augenbrauengel habe ich da reingetan. Und das da hinten ist nun mein altes, das muss ich noch wegschmeißen. Dann geht es hier weiter mit meinen ganzen Cremes und Handcremes und BB-Cremes. Und zwar habe ich einmal hier die Nature Secrets von Oriflamme. Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Jedenfalls riecht die sehr gut. Dann habe ich hier weiter eine Cherry Vanilla von Frutini. Dann eine von Ives Rocher, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Vanilla, und die habe ich zu Weihnachten mal gekriegt. Dann, da steht etwas falsch, dann habe ich hier eine Tagescreme von Nivea und die macht den Haut sehr schön. Dann, welche ich jeden Tag benutze, die Nivea Soft. Dann haben wir hier eine BB-Cream von Garnier, Miracle Skin Perfecta und ja. Dann habe ich hier praktisch meine All-time favorite, diese MySkin Tinted Moisturizer. Ich kann es nicht aussprechen, ihr wisst das ja. Die ist eigentlich mein Favorite für jederzeit. Und dann habe ich hier nur noch einen Spiegel. Ja, das sieht man mich jetzt gerade ein bisschen, aber naja. Nur einen Spiegel und jo. Dann geht es hier unten in meinem Schub weiter. Das ist so der Make-up-Schub. Fangen wir mal an mit den ganzen Lippenpflegeteilen. Ich habe hier zwei von BB, einmal mit einem Hauch Farbe und das andere auch mit einem Hauch Farbe. Das ist beides halt so das gleiche mit einem Hauch Farbe, bloß halt eines etwas heller, der andere nicht. Dann noch mein Lieblingslabello, den Vitamin Shake. Und den kann ich euch jetzt auch gleich mal zeigen, weil ich habe den jetzt aufgemacht. Und zwar sieht der so aus. Der ist hier total cool, so voll Dings, und der riecht auch sehr gut. Und ja, dann geht es hier weiter mit einem Lippenpflege-Labello von Labello. Ja, wieso sagen wir Labello? Okay. Und dann hier zweimal die Zuckerschnute, und frag mich nicht, wieso ich das Teil zweimal habe. Ich habe keine Ahnung, ich habe das zweimal gefunden jetzt. Dann geht es hier weiter mit Balea Naschkatze. Und einen von Essence, und zwar den Fruity, den habe ich mir schon länger mal gekauft und der riecht sehr, sehr gut. Dann hier den ganz normalen von BB, den benutze ich sehr oft, weil der einfach sehr gut ist. Und den Classic von Labello. Dann geht es hier weiter mit Lippenstiften. Zwar habe ich den einen da, wie gesagt, von Rivaldo Loop, einen von Treble Summer und diesen hier, ich weiß nicht von wo der ist, weil der gehört meiner Mutter. Ich zeige euch jetzt einfach mal die Farbe von diesen Dings hier. Weil ich mag die Farbe sehr. Ja. Der Triple Summer sieht so aus. Wunderschöne Farbe, finde ich. Und der von Rivaldo Loop sieht so aus. Dann geht es hier hinten weiter mit einem
war alles nicht so arg geordnet. Ich habe es einfach irgendwie rein, wie es reingepasst hat. Und zwar einmal hier das Stay Matte Lip Gloss und einmal das Stay With Me Lip Gloss. Sind beide, glaube ich, aus dem Standardsortiment, ja. Stay Matte liebe ich, diesen Lip Gloss. Dann haben wir hier noch einen Abdeckstift von Essence. Der war mal reduziert, deswegen ist noch so der Preis drauf. Und diesen Stay All Day Concealer. Und hier unten den von Catrice. Der ist aber schon, wie ihr das seht, hier in den einfach leer. Und in den anderen komplett voll. Und das ärgert mich ein bisschen. Hier hinten haben wir einfach einen Liquid Eyeliner. Und einen schwarzen Eyeliner. Und einen silbernen Eyeliner. Und hier hinten noch so ein Lipgloss, das da sehr gut hingepasst hat in diese Ecke. Dann geht's hier drüben weiter. Haben wir hier erstmal mein Puder, das ich jeden Tag benutze. Und zwar ist das Maybelline Me Puder, Fit Me Puder, sorry. In der Farbe weiß ich jetzt nicht, aber jedenfalls in einer sehr hellen Farbe. Und hier sind, okay, da ist jetzt irgend so ein Lidschatten, da tanzt ihr ein bisschen aus der Reihe. Aber das ist hier für meine Augenbrauen. Das habe ich keine Ahnung, wo das ist. Und das weiß ich auch nicht, weil es ist beides von meiner Mutter. Und hier sind einfach nur so zwei Schwämmchenteile. Und da dieser Popcorn Lip Scrub. Und hier noch drei weitere Lippenstifte. Und hier an der Seite steht einfach noch diese Mini Eyeshadow Palette von Essence drin. Das Ganze sieht jetzt nochmal so aus. Und zwar diese Einlagen da und diese Einsätze sind von Ikea und haben, glaube ich, 10 Euro gekostet und da war auch noch mal eins ohne Unterteilung dabei. Und das wäre zu lang für meinen Schub gewesen, zwei, deswegen hat mein Vater das hier an der Seite hier abgeschnitten. Und ja, da passt jetzt nicht so viel rein, ich muss mir dann auch für die Zukunft was anderes überlegen. Aber für jetzt passt das ganz gut. Und ja, das ist jetzt so praktisch mein Schminkbereich. Und ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!